So, dann wird das Ganze umgedreht und ungefähr 1 Zentimeter vom Rand des Löffels abgeschnitten. Und dann wieder Heißkleber. Macht am besten erstmal an den Seiten. Und das Ganze dann auch hier gerade abschließen lassen. Mal umdrehen vielleicht, um zu sehen, ob das auch passt. So. Und dann ist der Heißklebestift alle. Dann macht ihr dann nochmal Heißkleber drauf, um den Rest des Auges zu verkleben. Am besten auch dabei umdrehen, um zu sehen, ob eventuell irgendwelche Kanten oder Buckel dabei entstehen. Das ist mir anfangs oft passiert. So, jetzt ist hier ein ganz schöner Wulst drin, aber das ist nicht weiter tragisch. So, als nächstes würdet ihr jetzt die Klebepunkte brauchen, wo ich schon gesagt hatte, am besten in einer anderen Farbe als schwarz oder grau. Am besten irgendwas, was ihr gut seht auf schwarz. Mir ist egal, welche Farbe ihr nehmt, ob grün, gelb, rot, pink, whatever you like. Bevor ihr diesen Klebepunkt auf das schwarze Bastelfilz draufklebt, solltet ihr einmal das auf eure Kleidung kleben, weil Problem ist, wenn ihr das gleich auf das Bastelfilz klebt, dass dieser Bastelfilz dann ja beim Ablösen dieses Klebepunktes Fädchen zieht und es extrem unschön aussieht nachher auf dem Auge. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe diese Punkte, nachdem ich sie auf meinen Pullover hin und her gewetzt habe, auf diesen Bastelfilz geklebt. Und idealerweise wäre es, wenn ihr dazu ins Tageslicht geht, sollte natürlich nicht draußen gerade extrem dunkel sein, aufgrund vom Gewitter. Und dann schneidet ihr einfach an diesem Punkt, so gut es geht, dran lang. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr mehrere Versuche braucht, wenn nicht jeder Punkt gelingt. Ich mache das auch immer ganz gerne, dass ich neben meinen ja, Puppenbau Hörspiele höre. Und da kann man sich dann auch gut bei beschäftigen, beziehungsweise man kann gut bei arbeiten, nicht, man kann sich gut bei beschäftigen. Man kann gut bei arbeiten, es ist eine nette Hintergrundatmosphäre. Wenn ihr das Ganze nochmal umdreht, dann könnt ihr auch nochmal sehen, ob da eventuell irgendwelche Kanten drin sind. Ich merke jetzt gerade, dass meins nicht so schön rund geworden ist. Da helfe ich dann nochmal ein wenig nach. So, fertig ist der Punkt. Früher habe ich immer diese Dinger genommen und habe die als ja, Augenpunkt genommen. Mittlerweile bin ich davon ab und mache das nur noch mit diesem Bastelfilz. Zack, einmal den Klebepunkt ab. Oh nein, das war der falsche. Nein, Scherz. Dann braucht ihr. Oh, hier vor sitzt es auch extrem. Das könnt ihr aber auch noch später korrigieren. Erstmal gucken, wo der Punkt hin soll. Ich gucke schon mal, weil ich habe nämlich schon ein zweites Auge. Ein ähnliches Auge. Ihr sollt natürlich darauf achten, dass es dann, ja, dass die beiden Löffelspitzen voneinander abgewandt sind. In diesem Fall sind es zwei linke Augen. Das heißt, den mache ich lieber wieder weg und bastel mir das gänzlich anders. Ich mache die Augen mal hier unten hin. Wenn ihr dichtes Fell habt, wenn ihr langes Fell habt, dann solltet ihr nicht zu weit unten machen, weil sonst das Auge selber vom Fell bedeckt wird. Also lieber ein bisschen weiter oben. So ungefähr möchte ich es haben. Wirklich ganz
ganz klitzeklein wenig Heißkleber. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, weil sonst der Heißkleber an den Seiten hervorquillt. Und dann diesen Klebepunkt aufbringen. Den Klebepunkt, was sage ich denn? Ihr wisst schon. So, dann könnt ihr das Ganze noch kaschieren mit der Schere. Am besten auch mit einer kleineren Schere. Was da jetzt hier noch übersteht an kleinen Fusselchen. Und fertig ist das Auge. So, ich habe euch jetzt mal hier ein paar Augen von meinen ja, Augenfundus rausgekramt, um euch so ein paar Ideen bzw. Anreize noch zu liefern. Hier seht ihr, dass die Augenlider ein wenig geschwungen sind. Das Tolle an dem Bastelfilz ist ja, dass er flexibel ist. Und wenn ihr das Auge, bevor ihr das Augenlid anklebt, müsst ihr den Filz einmal so ein bisschen in die gewünschte Richtung strecken. Aber passt auf, dass ihr ihn nicht auseinanderreißt. Was auch noch eine nette Idee ist, hier diese verschlafenen Augen oder ja, bösen Augen, je nachdem, wie man es haben möchte, beziehungsweise wie auch der eigene Eindruck ist. Da ist halt ein halber Augenpunkt oder ein Drittel Augenpunkt wurde halt abgeschnitten von mir. Ja, hier so ein halb zues Auge noch. Was ich noch erwähnen wollte, ist mit den Formen der Plastiklöffel. Und zwar gibt es Unterschiede. Ich zeige das jetzt mal von der anderen Seite, damit ihr das Ganze besser seht. Und zwar ist der linke, der geht oben nicht so, läuft nicht so spitz zu wie dieser Löffel. Ihr müsst einfach gucken, welcher Löffeltyp euch am besten gefällt, welcher Löffeltyp ihr seid. Ich habe diese Löffel sehr günstig bei einem großen Supermarkt-Discount gefunden und dachte mir, ach, kaufst du mal so einen ganzen Schwung? Diese Löffel, die waren etwas teurer, die waren gut, ja, 1 € teurer. Ich finde diese allerdings besser. Die gibt es auch bei einem namhaften Supermarkt-Discounter mit einem großen E. Kosten natürlich dann auch mehr, aber ich finde die Augenform, die ist einfach schöner. Da kann man mehr mitmachen, finde ich. Ja. Das war's soweit von mir für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt bei mir, wenn es was Neues gibt. Wenn nicht, schaut euch nochmal die alten Videos an oder hinterlasst mir einen netten Kommentar. Nur netten. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Ciao. Ich habe die Augen meines Vaters.